Enduro-Gelände Langensteinbach im Kreis Mittelsachsen. Ein befreundeter Enduro-Fahrer hat sich hier beim 24-Stunden-Rennen eingeschrieben. Sergio Villapuca und sein Teamkollege Marc Huse starten in der Soloklasse. 24 Stunden am Stück müssen sie und ihre beiden Motorräder durchhalten, wenn sie gewinnen wollen. Gleich geht's los und die Gänsehaut fängt an. Ich freue mich. Es wird richtig Spaß machen. Sergio ist ganz vorne mit dabei. Er reiht sich auf Platz 6 in der Soloklasse ein. Der Rückstand zum Führenden beträgt nur 51 Sekunden. Wenig später gibt die Rennleitung bekannt, dass das Rennen unterbrochen wird. Da ist noch ein Klappspaten dabei. Ich hoffe, dass man das Feld nicht reinkriegt. 21.30 Uhr. Nach nur einer Runde kommt Marc zurück in die Box. Die erst vorhin montierte Lampe erweist sich als Fehlentscheidung. Ja, die Nummer 8 ist jetzt auf Platz 1, hat 56 Runden jetzt absolviert. Lager defekt, ich bin raus. Das Radlager ist defekt.